Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Carina, ich bin Style Coach und meine Mission ist es, Frauen dabei zu unterstützen, sich wohl in ihrer Haut zu fühlen, selbstbewusst aufzutreten und Freude an Mode und Styling zu haben. Heute habe ich eine Urlaubscapsule Wardrobe für euch. Falls du nicht weißt, was eine Capsule Wardrobe ist, das ist im Endeffekt eine vereinfachte Garderobe. Das kannst du in deinem Kleiderschrank haben für quasi für jeden Tag. Das heißt, du hast eine reduzierte Garderobe in meistens neutralen Farben. Oder aber auch, du machst diese Capsule Wardrobe speziell für deinen Urlaub. Was brauchst du, wenn du eine Capsule Wardrobe planen möchtest? Zuallererst musst du wissen, was ist deine Destination? Also wo geht es hin in den Urlaub? Und hier meine ich nicht, ob du entweder nach Italien oder in die USA reist, sondern hier geht es eher darum, wie sind die Bedingungen dort? Welche Wetterverhältnisse hast du? Gibt es irgendwelche kulturellen Unterschiede zu deinem Heimatland? Auf was musst du noch achten? Gibt es irgendwelche Details, irgendwelche Vorschriften? Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, je nachdem, wo du eben hinreisen möchtest. Zweitens, natürlich die Dauer deines Urlaubs. Denn es macht einen Unterschied, ob du nur über ein Wochenende wegfährst, eine Woche oder zwei Wochen bleibst. Je nachdem brauchst du auch mehr Kleidungsstücke. Punkt Nummer drei, die Planung. Und bitte versteh mich nicht falsch, ich möchte nicht, dass du jeden Tag von vorne bis hinten planst, sondern hier geht es darum, was hast du vor in deinem Urlaub? Und danach richtet sich auch deine Garderobe. Wenn du jetzt einen klassischen Strandurlaub machst, bei dem du mehr oder weniger im Bikini lebst und nur ab und zu etwas drüber wirfst, um schnell frühstücken zu gehen oder am Abend rauszugehen, dann brauchst du vielleicht nicht unbedingt eine Capsule Wardrobe. Aber wenn du Strand, Pool, Stadt, Sightseeing, Kultur, Shoppen verbinden möchtest, dann macht eine Capsule Wardrobe auf jeden Fall Sinn. Und erst dann kommen wir zu den Farben. Also eine Farbpalette macht Sinn. Für eine Capsule Wardrobe würde ich dir empfehlen, eine neutrale Palette zu wählen. Also entweder zum Beispiel weiß, beige und brauntöne oder wenn du lieber dunkle Farben magst, dann ist es vielleicht schwarz, dunkelblau und vielleicht auch weiß dabei. Ich habe für meine Capsule Wardrobe jetzt weiß, hellgrau und Denim gewählt, also Jeansblau. Und dazu würde ich immer auch eine Farbe wählen. Wenn du sehr gerne neutrale Töne hast und Farben nicht so besonders gerne magst, dann bleib bei den neutralen Farben. Wenn du aber Farben magst, dann nimm doch entweder ein oder zwei Akzentfarben dazu oder einfach etwas Farbe zum Auflockern deiner Looks und deiner Outfits. Ich habe mich für hellrosa entschieden. Und dann geht es darum, deine Outfits zu planen. Denn du willst ja nicht einfach einen Stapel T-Shirts nehmen, diese in den Koffer legen und irgendwelche Shorts und Röcke rausziehen und dann stehst du da und im Endeffekt passt nichts zusammen oder du weißt einfach nicht, wie du die Teile kombinieren sollst. Nein, wir planen im Voraus. Ich habe mich entschieden für 5 Oberteile. Spaghetti-Träger-Top, ein normales Top mit Breite-Träger, 2 normale T-Shirts und eine Bluse. Achte unbedingt auch darauf, dass es reisetauglich ist. Das heißt, dass das Material nicht schon beim Zusammenlegen knittert und dass du das Bügeleisen auspacken musst. Die Bluse ist zum Beispiel auch eine sehr casual, eine sehr ja, eher sportliche Bluse. Nicht diese sehr strengen oder gebügelten Dinge, die ohne Bügeleisen nicht auskommen. Also auf das auch unbedingt achten. Für Unterteile habe ich mich für 2 verschiedene Shorts entschieden. Einmal in Jeans, weil das überall dazu passt. Einmal in einem leichten Baumwoll-Leinen-Mix in Grau. Dazu einmal einen Midi-Rock in Grau und ein Kleid, ein Baumwollkleid mit rosa Akzenten. Ich weiß, es ist kein Unterteil, aber es war auch kein Oberteil. Also musste es zu den Unterteilen. Und, denn du weißt ja nie, wie das Wetter ist, eine Jacke ist definitiv sinnvoll. Für mich ist die Jeansjacke das Nonplusultra, passt überall dazu, casual oder schick. Und ich habe auch noch ein Kimono genommen mit einem sehr transparenten, einfach so als Überwurf. Ich zeige dir dann, wie ich diesen kombiniert habe. Schuhe, 3 Paar reichen auf jeden Fall. Du willst auf jeden Fall etwas haben, das perfekt für den Sommer ist, also Sandalen oder einfach irgendwelche Slipper. In meinem Fall die in hellrosa. Vielleicht auch etwas schickere Schuhe, ob das mit Absatz ist oder auch flach. Das sind jetzt mit Wedge-Absatz, also sehr bequeme Schuhe. Und Sneaker, wenn du
vorhast, dass du auch viel gehen wirst, also in der Stadt, Sightseeing und so Geschichten. Oder auch wenn du nicht weißt, wie das Wetter wird, vielleicht könnte es kühler sein, dann sind Sneaker immer eine gute Idee und weiße Sneaker sind auch so mein Alleskönner. Und dann haben wir noch Accessoires. Dort habe ich jetzt auch meinen Bikini dazu gezählt. Ob du ein oder zwei mitbringst, hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel Zeit du am Strand oder Pool verbringen wirst. Ich packe immer zwei Paar Sonnenbrillen ein, denn man weiß ja nie, vielleicht geht eine verloren oder wird kaputt. Ohrringe sind bei mir immer dabei. Ich liebe Ohrringe. Ich habe hier jetzt einmal Silber, einmal Gold gewählt und eine silberne, zarte Kette. Zwei Handtaschen, eine größere, die so als Shopper durchgeht. Hier passt auch ein Badetuch oder Handtuch hinein, wenn du an den Strand gehst. Und eine Umhängtasche für Sightseeing oder für einfach in die Stadt. Dazu ein Hut, der vor der Sonne schützt und auch schick aussieht. Und einen Gürtel. Hier nochmals zusammengefasst, was ich einpacken würde. Ich habe 11 Kleidungsstücke, 3 Paar Schuhe, 2 Handtaschen, ein oder zwei Bikinis oder Badeanzüge, einen Gürtel, einen Hut, 1 bis 2 Sonnenbrillen und Schmuck. Na dann zeige ich euch mal, was ich so zusammengestellt habe. Wir fangen an mit einem Strandoutfit. Also du hast einen Bikini, du hast dann drüber einen Kimono zum Beispiel, deckt ein bisschen ab. Wenn du dann an die Strandbar willst oder etwas zum Essen holst oder vielleicht kurz ins Hotel willst, vielleicht möchtest du einfach Shorts drüber ziehen und dann bist du sofort auch angezogen. Noch eine Idee für die Jeans-Shorts, das Trägertop und darüber vielleicht auch wieder diesen Kimono. Kimono, ich habe gerade vorhin das englische Video aufgenommen, da haben wir Kimono gesagt. Also Kimono ist mir persönlich lieber, denn ich mag die Spaghetti-Träger nicht einfach so tragen. Erstens sind meine Arme etwas, ja, mehr Fleisch dran, das betont das noch mehr, die dünnen Träger. Und ich mag auch lieber einen normalen BH tragen und sieht nicht so schön aus unter dem Trägertop. Also lieber was drüber. Oder auch das Bikini-Top und drüber die lange Bluse zum Beispiel. Sie kann auch einfach geknotet werden, sieht sehr lässig aus. Noch ein paar Ideen mit den Jeans-Shorts, ganz leger mit dem T-Shirt oder auch mit der Bluse ganz leger getragen, mit Sneaker. Also da ist, hier gibt es wirklich viel Spielraum. Dann haben wir die anderen Shorts, die sind etwas leichter vom Material her, etwas dünner. Passt zum Beispiel gut dann zu einem gemusterten Oberteil, in diesem Fall auch mit dem grauen Muster drauf. Ich habe dann dieses Bindeband aus den Shorts rausgenommen und quasi als Gürtel verwendet. Das ist auch eine Idee, falls du keinen Gürtel mitbringen möchtest, vielleicht hast du auch solche Shorts. Oder ganz easy mit dem T-Shirt dazu, passend farblich auch die Sandalen oder die Slipper. Das Kleid ist jetzt aus Baumwolle, sehr angenehm zu tragen im Sommer, ist dann eher ein Hängerchen, Teile ist minimal betont, kann ganz alleine so stehen, hat hübsche Schleifen quasi an den Schultern, wo du es zusammenbinden kannst. Dazu habe ich die Kette genommen, also die zarte Kette und auch den Hut dazu. So würde ich zum Beispiel einfach in die Stadt gehen und wenn es kälter wird, Jacke drüber oder auch Sneaker dazu. Kleid kann natürlich auch schicker kombiniert werden oder aufgewertet werden mit dem Taillengürtel, mit Schuhe, die etwas Höhe bringen oder einfach etwas eleganter aussehen, wenn es kalt wird. Wieder die Jeansjacke dazu. Du siehst, es funktioniert für Casual Outfits, aber auch für schickere Outfits. Es ist oftmals ein willkommener Bruch, wenn quasi über einem schickeren Outfit dann noch ein Casual-Teil dazu kommt, wie in diesem Fall die Jeansjacke. Auch mit dem Rock habe ich ein paar Outfits kreiert. Ganz lässig mit dem Top, in diesem Fall natürlich in den Rock hineingesteckt. Du willst ja nicht oben weit und unten weit haben, damit die Taille betont wird. Dazu ganz lässig die Sneaker, würde ich auch sofort einfach einen Stadtbummel machen oder Sightseeing gehen. Wenn du dann sagst am Abend, du möchtest es ein bisschen schicker, dann nimm doch vielleicht andere Schuhe, eine andere Tasche, vielleicht auch einfach den Gürtel dazu, nochmals zum Betonen, Ohrringe drauf, andere Frisur. Und so hast du aus einem Outfit gleich zwei verschiedene Looks gemacht. Und auch mit der Bluse habe ich noch zwei Ideen für dich. Du musst die Bluse nicht einfach immer knöpfen, sondern du kannst sie auch quasi zu einem Crop-Top machen, also bauchfrei, indem du sie weiter oben knotest. Ich habe hier unterhalb noch den Bikini an. Oder du kannst auch aus der Bluse eine Wickelbluse machen. Hier auch nicht knoten, sondern überlappend quasi um deinen Oberkörper wickeln und dann in den Hosenbund oder in den Rock hineinstecken. Es wirkt auch sofort wieder angezogener und etwas schicker dazu, hohe Schuhe. Gefällt mir auch sehr gut. Sollte ich in Zukunft öfter tragen.
Ja, meine Lieben, und das war es auch schon mit der Capsule Wardrobe, mit den Ideen. Also ich bin reif jetzt für den Sommer. Mein Urlaub steht kurz bevor. Ich habe noch 2,5 Wochen und dann geht es für uns auch in den Urlaub. Ich werde auf jeden Fall eine Capsule Wardrobe zusammenstellen. Ob das die genau diese wird, die ich euch gezeigt habe, weiß ich noch nicht. Aber von den Farbkombinationen wird es sicher ähnlich sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video kommt. Und ich freue mich über deine Kommentare. Was sagst du zu Capsule Wardrobe? Machst du das auch? Planst du deine Outfits? Hast du vielleicht sogar eine Capsule in deinem Kleiderschrank, also wirklich eine einfache Garderobe? Möchtest du mehr Videos zu diesem Thema oder zu anderen Themen? Dann schreib es doch auch gern in die Kommentare rein und dann sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.